Ja, also ich muss sagen, ich war nicht so das typische Kind, wie man es kennt. Also wo andere Kinder, ich sag jetzt mal, Pony-Geschichten lesen, habe ich lieber Vampir-Geschichten gelesen. Fand ich immer schon, ich habe mich immer gerne gegruselt, auch als Kind schon. Also ich war ziemlich lange in Foren unterwegs, in Internetforen, habe mich da rege unterhalten mit zahlreichen Menschen über solche Thematiken und habe dann irgendwann gedacht, ja, willst du ausweiten, du möchtest das mal richtig als Hobby machen und nicht nur immer lesen und schreiben darüber. Und dann bin ich irgendwann auf das PUT aufmerksam geworden und habe gedacht, da bewirbst du dich mal, und wurde dann auf eine Gemeinschaftsuntersuchung mitgenommen. Und danach habe ich gedacht, ja, das willst du wirklich machen, das ist genau dein Ding, da kannst du dich mal wirklich dein Herzblut irgendwo reingeben, ne? Ja, es sind ja schon unheimlich viele Leute hier gestorben. Einmal, weil natürlich sehr viele Generationen hier gelebt haben, aber es sind natürlich auch viele Leute eines gewaltsamen Todes gestorben, sei denn im Kerker oder vielleicht in irgendwelchen Kriegen und Gefechten. Die Pest hat hier getobt, und da sich hier über die Jahrhunderte ja sehr viel abgespielt hat, könnte es sein, dass vielleicht manche Wesen hier irgendwie noch anwesend sind. Wir sind hier zum einen wegen der Weißen Lady, also Gräfin Johannetta, die hier zu damaligen Zeiten gelebt hat und hier als weiße Dame umhergehen soll, nachts, wohl vorwiegend gegen 12. Genauso die Legende mit der schwarzen Hand, das ist eine mumifizierte Hand, die hier in diesem Schloss liegt, die einem Mordopfer abgeschlagen wurde. Die ist hier ausgestellt, und der Mörder wie auch der Ermordete sollen hier noch ihr Unwesen treiben. Und das ist natürlich ein Anreiz, dem mal auf die Schliche zu kommen. Ja, wenn ich nachts dann hier durchs Schloss gehe, um zu kontrollieren, ob alle Lichter aus sind und alle Türen abgeschlossen sind, ist das ein sehr, sehr unheimliches Gefühl. Man hört überall Geräusche, man meint, es würde einer, als würde man verfolgt. Und ich sehe mal zu, dass ich schnell das Weite erreiche. Ja, also ich denke, dass Menschen, die sich mit dem Paranormalen beschäftigen, das kommt meistens aus persönlichen Erfahrungen. Das wurde mir halt auch erzählt, dass wenn man so eine Erfahrung hatte, dass man da auch weitergehen möchte. Und ich denke, dass es die Menschen sind, die wirklich diese Erfahrung mal gemacht haben. Da ist was durch die Gegend geflogen, das kann ich mir nicht erklären, wie kommt das? Und dadurch kommt wahrscheinlich irgendwie so das Gefühl, dass man da weiter gucken will, gibt es Paranormales? Also es ist ja so eine Art, weiß ich nicht, ja so eine Leidenschaft wahrscheinlich. Also nach meiner Meinung gibt es einen gewissen, wie so eine Art Schleier, ob es jetzt Türe, Tore, Schleier zur jenseitigen Welt. Und ich denke einfach mal, durch sowas wie Geisterbeschwörungen oder Gläserrücken können diese Schleier etwas gelüftet werden, einfach weil man ruft ja gezielt, ne? Also man ruft gezielt nach den Geistern, man möchte, dass sie da sind, und ich denke, dadurch kann sich etwas auftun. Also was ich schon öfter erlebt habe, wenn Verwandte gestorben sind, wo ich bei war und sowas, die haben alle mit Verstorbenen gesprochen. Also so wie mein Opa sagte, nun haut sie mir auf. Also bei meiner einen Oma bin ich schon der Meinung, dass sie ab und an da ist, ja. Definitiv. Das merkt man dann auch einfach so, fühlt sich dann auf einmal wohl, oder man merkt dann die Nähe auch einfach zu der Person. Machen ja auch ganz viele Menschen, sage ich mal, wenn jetzt ein Verwandter stirbt, dass sie einfach mit denen sprechen, schon aus Prinzip heraus, weil es so die eigene Umgehensart mit Trauer ist vielleicht. Oder ich denke, dass Geister das hören. Also wir haben eine Wärmebildaufnahme gemacht in der Klosterine Hude. Da waren alle Leute hinter der Fernsehkamera, nur eine Mitarbeiterin stand da, weil wir was ausprobieren wollten. So, und dann kam während der Dreharbeiten kam dann eine Gestalt zu meiner Kollegin hin, was wir auf Wärmebildkamera festgehalten haben. Das war schon sehr interessant. Also man hat, zum einen hat man natürlich Respekt, ne, vor dem Unbekannten, ne? Also jetzt als Beispiel die Schreie, die wir in der Kinderklinik gehört haben. Natürlich ist man da erstmal, okay, das war jetzt nicht gerade normal, das war auch keiner von uns. Es kam durch sämtliche Etagen durch, natürlich, aber Angst, nein, definitiv nicht. Großer Respekt und dann der auftretende Forscherdrang quasi, der dann auch durchkommt, die Neugierde, jetzt was zu entdecken, ist auf jeden Fall immer da, wenn so etwas passiert, ja. Also ich habe halt Beiträge gesehen, wo dann sie durch die Räume gegangen sind und erstmal die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit gemessen haben.
Und dann gehen sie durch die Räume und gucken, ob sich was verändert, ob sich halt die Wärme verändert oder ja, die Luftfeuchtigkeit. Und dann, die zeichnen ja alles die ganze Zeit auf, dann am Schluss werten sie das alles aus, gucken sich an, ist auf den Videos irgendwas zu sehen, auf den Tonbändern irgendwas hören und dann schauen sie, ob da was Paranormales ist oder nicht. Wir sind natürlich auch recht gut ausgerüstet, sage ich jetzt einfach mal, für ein Team. Haben Equipment im Wert von 20.000 Euro insgesamt und das macht das Ganze alles sehr interessant, ne? Auch weil wir uns da sehr mit Herzblut ranbegeben, weil wir motiviert sind und ja, und es ist nicht alltäglich, ne? Also wir hatten ja zum Beispiel bei anderen Sendern jetzt, Beispiel Achtung Kontrolle, waren wir ja ebenfalls auch, genauso Spiegel TV. Es ist immer, natürlich ist Interesse daran da, ne? Ja, heute war ja auch ein sehr, sehr starkes Medieninteresse und wir hatten mehrere Fernsehteams hier, Radio, Zeitung und es war doch sehr, sehr unruhig hier. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das nochmal wiederholen muss in etwas ruhigerer Atmosphäre und sich wirklich genau auf die Sache konzentrieren müsste. Ja, ich denke einfach, dass Geister sich natürlich durch zu viele Menschen, zu viel Rummel, zu viel auch Lautstärke, Kameras gestört fühlen können. Man weiß selber nicht, wie Geister empfinden, wie Geister vielleicht auch ihr Umfeld wahrnehmen, in was für einem Blickwinkel sie einen selber auch sehen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie sich eventuell gestört fühlen, ne? So durch ja, zu viel Rummel und zu viel Tumult einfach. Und von daher wäre es einfach ganz schön, wenn wir nochmal wiederkommen würden, um das Ganze in einer etwas ruhigeren Atmosphäre durchzuführen und zu untersuchen. Und vielleicht sind sie da nicht ganz so scheu.